Und damit herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen mehr in Diamond City umgeschaut. Und in dieser Folge gucken wir, dass wir so ein Gecko-Gehege gebaut bekommen. Ich habe das Brahmin, das wir vorhin aus dem, am Handelsposten gesehen haben, gerade noch gesehen. Das ist gerade hier lang gelatscht. Mit einem Affenzahn. Und jetzt sehe ich es nicht mehr. Da. Seh dich. Komm zurück. Was geht denn hier ab? Hier sind Zünd. Hallo. Was macht ihr denn hier? Einfach random Sins. Also wahrscheinlich nicht allzu random. Wahrscheinlich haben die Grund hier zu sein. Aber den sehe ich nicht ein. I am the victim of violence. Du bist auf mich am Schießen. Was willst du eigentlich? Okay, es sind Komponente und Grip-Pistolen. Die haben alle Layer-Pistolen. Außer der hier. Hallo Settler. Hi. Ja? Du hast da nichts zu sagen. Das ist dir vollkommen egal. Alles klar. Okay, wo ist das Brahmin jetzt? Ich habe das Brahmin aus den Augen verloren, als wir angegriffen wurden. Da daneben geschossen. Und getroffen. Und wir sind vergiftet. Jetzt nicht mehr. Und wir sind verstrahlt. Und hier ist eine Toolbox. So viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Okay, willkommen. Ah, komm schon. Okay, hier was drin ist. Nur so ein bisschen. Wahrscheinlich nichts, was wir brauchen. So, Bauchfeigern. Ja, die Frage ist jetzt. Wo ist das Brahmin? Brahmin war gerade noch hier. Also ich weiß nicht, ob es hier hochgelatscht ist. Das ist schwer zu sagen. Was haben wir denn hier? Ach, ich glaube, hier waren wir schon, ne? In einer der sehr frühen Folgen. Ja, hier waren wir schon. Sehr, sehr früh waren wir hier sogar schon. Aber es scheint alles respawned zu sein, deswegen nehmen wir auch alles nochmal mit. Ich nicht meine Schuld, dass die Sachen respawnen. Auf jeden Fall ist es einfach einkaufen gegangen, hat sich alles wieder zusammengesammelt, mühsam. Und wir nehmen es jetzt wieder mit. Er kommt nach Hause und es ist wieder alles weg. War das Brahmin auf dem Weg nach hier? Scheint nicht so. Es scheint nicht der Ort zu sein, wo es hin wollte. Aber hier könnten Sachen sein. Hier könnten Sachen sein, die Holz beinhalten. Wahrscheinlich sogar. Fertilizer, 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 Fertilizer können wir gebrauchen. Holz. Holz. Ich nehme einfach alles mit. Wieso nehme ich Glas mit? Ich brauche kein Glas. Wieso nehme ich das alles mit? Das sah nicht sehr holzig aus. Das ist Holz. Da ist Holz. Habt ihr so Holz? Ja, das ist nicht viel, aber es reicht. Ich hoffe, das reicht zumindest fürs Gehege. Das Problem, was ich habe, ist, wenn es wirklich so ist, dass sich unsere Hunde da rausporten können, dann können die Geckos es wahrscheinlich auch. Ich meine, die Geckos sind dann zwar doppelt eingezäunt quasi, aber wir sagten, dass die sich nicht auch einfach da rausporten können.
Weißt du? Das wäre ein bisschen semi-optimal. Wo war der Eingang? Da ist das Tor, schön markiert. Mit doppelter Sicherung. Okay, einmal reinkommen bitte. Komm rein. Danke, ich muss mich wieder schließen, damit die alle drin bleiben. Auch wenn ich jetzt weiß, dass sie trotzdem rauskommen. So. Wow, that doesn't look half bad. Ich glaube, davon habe ich auch mittlerweile noch ein paar. Eine zumindest. Weil eine ist genau dasselbe wie ein paar. So. So, lass mich mal durch. Dann. So. Fences. Wire Fence. Wir haben 51 haben wir jetzt an. Ich würde auf der Seite anfangen, um zu wissen, wie nah an die Wand das ran darf. Und dann würde ich so. Ich weiß nicht, warum wir den Post und das Zeug jetzt doppelt haben. But I take it. So. Dann hier nochmal. Ich will holzsparend arbeiten. Ja, eigentlich müsste das jetzt eins nach unten tatsächlich, damit die da nicht drunter durchlatschen können. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht drunter durch können. Ja, du müsstest hier einmal kurz raus. Das wäre ein Vorteil. Danke. So, einmal so. Dann einmal das Tor. Ja, komm, das war so rum eigentlich. So, so rum ist richtig. Dann. So, einmal nach innen. Und so, dann haben wir hier unser Gehege. Unser Gecko-Gehege. Wo ich allerdings hier was drunter bauen muss, sonst könnte ich da durchlatschen. Ja, einfach nur damit die hier nicht nur durchlatschen können. Und weißt du was, wenn ich dann schon dabei bin. Ich daraus ja so eine Unterkunft für die Viecher machen. So.
und ein Dach drüber. So. Das soll so ein bisschen aussehen wie so eine, ja, wie so ein Shelter für die Gekos. Ich weiß nicht, ob das so gut hinkommt. So. Dann packe ich mal die Gecko-Brute. So, Feuer-Gecko-Egg. 1, 2, 3, 4, 5 und schön viele. Was ist da was, wenn ich die aktivierte? Ich glaube nicht. Ich glaube, da muss ich einfach nur warten. So, was brauche ich noch? Ich bräuchte oh. Okay, für die Big Hörner gibt es das also auch. Ich bräuchte aber eine, die ja, die eher dekorativ ist. Ich will ja nicht, dass hier jetzt wirklich Brahmin spawnen. Sondern ich will, dass hier meine ganzen Geckos sind. Deswegen nehme ich das mal als Futtertrog oder Wassertrog. Und dann haben wir unser Gehege. So, was ich auch noch machen wollte, was ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen kann. Ich wollte mir ja noch meine eigene Residenz machen. Und zwar mit diesen Boxcars. Das kann ich jetzt natürlich knicken, weil ich kein Holz mehr habe. Ich gehe mal irgendwo nach Sanctuary und gucke, was die an Holz haben. Das sieht hier zu. Bauen wir einfach hinterher. Es wird, du Gott. Wenn du die Tür aufmachst, hier richtig. Gut so. So. Hallo. Wir brauchen Holz. Ihr habt genug davon. Glaube ich. Sieht gut aus in der Rüstung. Gern geschehen. So. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. So. Purified Water. Bottle Caps. Ah, die produzieren jetzt Bottle Caps wegen den, weil die ja jetzt eine, Dingens haben. Einen Laden. Nämlich die Donutläden. Damit produzieren die jetzt Unmengen an Geld. Einmal Optik. Die haben ein bisschen was an gutes Zeug. Wo habt ihr eine Synth-Komponente? Ich frage einfach nicht. Wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen. Kleber, Cooking Oil. Blast Radius, What Game. Ich nehme noch ein bisschen mehr Holz mit. Das braucht ihr ja hier nicht. Außerdem. Ja. Ja. So, jetzt habe ich doch wieder noch Baumaterial. Kommst du? So, um eine Festung weiterzubauen. Und zwar meine eigene Residenz hier drin. Ja, du kannst dich wieder durchporten, wenn du willst. Also vorzugsweise. Lalalalalala. Ich hab sonst nichts dabei, was ich nicht brauche, ne? Ja, doch, ich habe ein bisschen was dabei, was ich hätte verkaufen können. Und ich verkauft habe.
So. Jetzt aber. Jetzt kann ich die Boxcars auch bauen. So. Und zwar auf Stelzen. Ich brauche ein Endstück, wo meine Residenz anfängt. Ich brauche ein... Oh, wait, ich habe was vergessen. Die gibt es ja auch in geschlossen. Dann mache ich das einmal so. Ich ziehe die ein bisschen nach vorne. Hey, Level Up. Dann haben wir hier... Das ist kein durchgängiges Stück. Hier haben wir ein durchgängiges Stück. Obwohl, das Dingstück hier kann ich dann hier dran tun. Wenn das denn passt. Ja, ich müsste das einen ganz kleinen Ticken nach vorne tun. Einen ganz kleinen Ticken höher. So, dass der Boden da am besten nicht durchklippt. So. Gibt da jetzt noch irgendwas an Boden durch? Nee, nur ein bisschen Gepflanze, aber das passt. Dann einmal durchgehen, bitte. Und dann hier das Ende. Dann hier einmal eine Tür dran. Die Tür bitte wieder auch wieder aufmachen. Und dann brauchen wir eine Treppe dafür. Hier sind natürlich keine Treppen eingebaut. Oh, Treppe, 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 Treppe. Welche Treppe nehme ich denn da? Concrete and Steel klingt. Sounds good to me. So. Wenn ich die hier einlage, kann ich das dann... Nee, kann ich nicht. Okay. In die Mitte stellen kann ich es scheinbar nicht. Structures. Das hier. Ja. Nein. Ja. Ja. Richtig. So, was ich jetzt machen kann. Bevor ich irgendwas anderes mache. Interessant, da gehen auch die Stromleitungen tatsächlich lang. Einmal hier den Strommast hinsetzen. Und dann einmal. Ja, warte. Hier. Da wo er sich auch hin. Was? Da. Und dann. Dann sieht das nämlich so aus, als würde es dazugehören. Und dann kann ich das nämlich mit dem Rest vom Strom hier oben verbinden. Das nicht? Nee, das passt nicht, ist wohl zu weit weg. Ja komm, dann mache ich das, was weiß ich, hier hin oder so. Einmal, indem man auch ein- und ausschalten kann. So, und dann... Einmal so. Dann ist das Strom jetzt auch miteinander verbunden. Dürfte ich da drin auch Elektrizität haben. So. Hier drin erstmal nach Strom gucken.
gucken, dass wir Licht hier drin haben. Hat da hinten natürlich keinen Strom. Ja, aber schon. Und hier auch. Komm ich hier rauf? Oh, warte. Muss ich das von außen machen? Ich sehe da oben halt nichts. Ich baue mal eben eine Treppe in die Landschaft. Ist da nicht schön, aber zweckmäßig. So. Ich wünsche, man könnte die Leitern hier benutzen. Kann man aber leider nicht. Ich mach mal so einen Powerpole hier hin. Weil ich... Wie, das geht nicht. Geht doch. Ach, wieso geht das denn nicht? Komm schon, das ist doch direkt nebeneinander. Und jetzt haben wir Strom. Geht doch. So, die kann wieder weg. Und damit habe ich mein Eigenheim. So, und die Inneneinrichtung. Die Inneneinrichtung mache ich in der nächsten Folge. Ich habe gesagt, ich will die Folgen kürzer machen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge richten wir das Eigenheim ein. Bye!